Alter. Ich brauche Heilung. Kann ich leider nicht tun. So. Das ist... So, auf die Seite mal. Dann ist ja, glaube ich, nur noch die Kollegin hier. Dann machen wir einfach schön Schaden drauf. Also wenn das so jetzt schön stagniert, dann dürfte es nicht mehr lange dauern. Dann haben wir es, ne? Nur noch 10.000 Schadenspunkte müssen wir ihr zugefügt haben. Dann ist es auch schon soweit. Dim, dam, dim, dam, dim, dam, dim, dam. Und mit jedem Schuss heilen wir uns auch noch schön. Das ist auch sehr gut. Jetzt haben wir noch ein Fünftel. Ja, jetzt noch die letzten paar tausend. So. So, und jetzt den noch. So. 35. Stärker. Mal 1,75 an Erfahrung. Okay, der ist nix, der ist nix, das ist nix. Gut. Aber wir haben hier wieder bei dem gezackter Pfeil. Wandelt den Schaden von hungriger Pfeil in Feuerschaden um. Das wäre einfach 200 Waffenschaden. Machen wir mal so und schauen, wie das ist. Aber ich hätte dann nicht mehr den Rückstoß. Der gefällt mir aber eben sehr, sehr gut. Rabe versucht bei seinem nächsten Angriff... Der tönt schon mal nice. Stachelfall. Legt eine Falle auf den Boden, die so Hassverbraucher eingesetzt wird. Wenn die Falle ausgelöst wird, explodiert die zusammen mit allen anderen Fallen in einer Kettenreaktion. Jede Falle fügt allen Gegnern im Umkreis von 8 Meter 1160 Waffenschaden als Feuerschaden zu. Es können maximal 4 Stachelfallen gleichzeitig aktiv sein. Würde ich sogar mal nehmen, ne? Tönt gar nicht so schlecht. Oh. Ja, das geht. So. Ja.
Der Schaden gefällt mir. Da haben wir noch einen Dungeon, wie ich sehe. Wieder so eine Art Massengrab, würde ich mal vermuten. Höhle der Gefallenen, Ebene 1. Oh, mit mehreren Ebenen sogar. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. So. Oh, der Rabe macht aber auch gut Damage. So. Ich muss mich erholen. Nicht sehr weise. Hä? Wie? Okay. Aber wie löse ich dann die aus? Warte, ich gehe mal ganz kurz raus. Legt eine Falle auf den Boden, so lange, die so lange inaktiv bleibt, bis ein... Ah, bis Hassverbrauch. Okay, und ich habe keinen, der Hass verbraucht. Okay, wenn wir... Nein, das ist dies... Okay, dann können wir den noch nicht... Dann können wir den noch nicht gebrauchen, wie es aussieht. Und weil dort wirklich so viele sind, würde ich den mit dem ersetzen. Ich brauche Heilung immer noch. Alter. So. Ich brauche mehr Zeit. Oh ja. Aber mir gefällt der Sprung dann durchaus besser. Können nicht ausgetauscht werden. Okay, verstehe. Also den nehmen wir, aber ich würde gerne den Sprung nehmen. So. Weil dann bin ich ein wenig agiler und flinker und kann dementsprechend einfach mal ausweichen, wenn ich in der Falle sitze. Die haben es ordentlich in sich. Alter, ich darf nicht im Feuer sein. Nein, weg. So. Nein. Ich darf nicht im Feuer sein.
Nein, raus aus dem Feuer, raus aus dem Feuer. So. Nein, aus dem Feuer. Die hier sind ja wirklich ekelhaft. Noch nicht bereit. So. Oh, schon wieder im Feuer gewesen. Also, ich bin im Feuer. Nein, 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 nein. Oh. Alter. Also, der Feuerperk, den sie drauf haben, der ist übel. Nein, falsch. Ah, ich verliere Kraft. Fuck. Ja, wegen meiner Dummheit. So. Ich hoffe, da gibt's aber Loot, der sich mehr als ausgezahlt hat. Weil das ist ja wirklich nicht mehr ganz ohne. So. Nein, 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 nicht! Alter. So, schön am Rand. Wie das Leben. Alter. So. Also ich wüsste jetzt nicht. Oh. Nein, nicht. Alter. Ich benötige Hilfe. Nein, nein, nein. Das kann ich leider nicht tun. Alter. Nein. Wie übel sind denn die wieder? So, jetzt haben wir sind zwar ein paar Mal gestorben ab dem. Nein, an den Flugviechern jetzt nicht, ab den
krötenähnlichen Wesen. Also, nein. So. Gib Schaden dem. Schaden, 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 Schaden. So. So, jetzt noch die letzten 5000. Fail. Ich hätte einfach noch kurz einen Schritt weiter gehen sollen, ne? Aber das... Das ist durchaus... also wenn ihr da auf normal oder leicht spielt, das ist... Wenn man das erste Mal durchspielt, das Spiel... Auch... an gewissen Stellen fordernd, aber durchaus spielbar. Und das hier jetzt auf Qual 2, wie wir aktuell sind, ist durchaus auch machbar, aber da das auch nur, weil wir schon Paragon-Stufen haben. So. So. Dann schauen wir uns mal hier um. Boah. Jetzt wäre aber wirklich mal so der Zeitpunkt, an dem sie wirklich uns mal neue Waffen geben können, damit wir mehr Schaden machen. Ich meine, die haben einfach schon 3000 Leben. So. So. Ach, das ist so eine. Ich muss mich erholen. Alter. So. Ich bin verwundet. So. Alter. Schon nicht ohne das Ganze. Anderthalbfache Erfahrungspunkte. So. Wartet mal, ich muss das so machen. Nein! Alter. So. Immer diese... Aha.
Also ich meine ja, es geht ja, man kriegt ja seine Erfahrungspunkte. Aber es wäre schön, wenn man dann auch mal zu den Dingern kommt, die die ausspucken, da die Fledermäuse. Bleh. So. So. Ja, und jetzt haben wir schon wieder so viele Fledermäuse. So. So, und jetzt müssen wir mit denen wieder fort. So. Dass wir da die Anzahl wieder runterkriegen. So. So. Alter. Zum Glück kann man sich hier so ein wenig befreien mit dem Dämonenjäger. Ich mag mich da nur zu gut erinnern an so gewisse Situationen im Teil 2 und auch Teil 1, in dem man dann einfach nicht mehr fortkam. So. So, den ganzen Hass setzen wir auf diese und locken gerade wieder da die Jungbrut. So, weg. Ich bin verwundet. So. 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 Kommt schon, ihr Viecher. Das ist ja ganz schön Arbeit. So. Da schön den Hass rein. Und jetzt haben wir den von 12.000 schon auf 2.000 runter. Das ist schon mal gut. So, up. Da machen wir auch schön Damage. Immer schön auf 3 Ziele. So. So. Ja, seht ihr, das klappt ja. So. Dann haben wir auch schön wieder den Hass, mit dem wir da schön auf die. So, da schon mal den ersten Hass runter. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus. Eine ausgewachsene Fledermaus. Durch dunkelste Magie verwandelt. Ich bezweifle nicht länger, dass dämonische Mächte diese Kreaturen verdorben haben. Ja, man sieht sie auch gut hier während unseres Kampfes,
wie die wirklich da wie eine Pflanze aus dem Boden gedeihen und uns da die Gegner ankotzen. So. So. So, da nicht in neue Gefilde, sondern schön hier da im Alten. So, die ist auch Geschichte. Dann können wir wieder einen gesamten Hass auf die Mutter lenken. So. So. So, jetzt ziehen wir da mit den Kleinen wieder fort. So, da wieder mit dem Heilungsschuss. So. So. Wieder schön. Und jetzt haben wir die wunderbar. Ah, und da ist gerade nochmals eine Kiste. Das ist mal richtig, richtig nice. Alter, ich wollte... So. Oh. Eine Armbrust. Ja, leider nix. Leider nix. Ach, das ist eine Zweihand und das ist eine Einhand. Okay, ich verstehe. Hier haben wir nur ein wenig Gold. Dann geht's mal. Haben wir eigentlich hier noch? Ja, neue Sachen haben wir. Schockhalsballen. Umwickelte Gegner erleiden im Verlauf von 2 Sekunden zusätzlich 80% Waffenschaden als Blitzschaden. Okay. Aber mir gefällt halt einfach den ungemein. Ne. Und der macht jetzt... Oh. Das tönt auch mal schon gut. Dann gehen wir jetzt mal den Weg entlang. Oh. Das hat seine Vorteile. So. Gut, dann geht's mal kurz hier hinauf zum Schauen. So. So geht's sehr gut soweit. Ja, hier haben wir da noch so Fröschelchen.